Durch ihre beinahe täglichen Zusammenkünfte wächst das Wissen der großen Meister beständig. Sie lernen und erforschen. In diesem Gebäude, von außen als Schule getarnt, beschäftigt sich ein Geheimbund seit Generationen mit einem zentralen Thema: der Bildungspolitik der Matura. Schon damals zu Maria Theresias Zeiten war dieser Geheimbund aktiv und erforschte diverse Codes, um das Matura-Geschehen transparent zu machen. Durch das andauernde Ändern des Systems wird bis heute noch eifrig geforscht. Wir befinden uns im Jänner 2012 und der Weg bis zur Zentralmatura ist nicht mehr weit. Diese Matura liegt gespeichert auf einem Hochsicherheitsserver. Die Vereinigung rund um die Großmeister versucht seit langer Zeit, den Code für diesen Hochsicherheitsserver zu knacken. Es ist der Matura-Code. Die Tarnung des Geheimbundes ist perfekt. Sie tarnen sich als Schüler und Lehrer einer höheren technischen Lehranstalt in Oberösterreich. Sie sind aber nicht allein. Junge Novizen gehen früh ihren Weg, um das Wissen der Großmeister zu erlernen. Novizen sind wichtig, denn um die Tarnung nicht auffliegen zu lassen, verlassen die Großmeister nach 5 Jahren die Institution. Die HCL befindet sich in Perg, einer kleinen, unauffälligen Stadt im unteren Müllviertel. Jedoch bedeutet HCL Perg etwas anderes. Honestra Terram Lucis, das ehrenwerte Land des Lichtes. Das Symbol des Lichtes spielt eine tragende Rolle in der Philosophie des Bundes. Es steht für Hoffnung. Die Hoffnung, den Code rund um die Matura zu knacken. Pergentes bedeutet die Fortsetzenden. Ein Tribut an die alte Generation. Das Symbol des Lichtes ist sogar in der Gebäudestruktur zu erkennen. Betrachtet man das Gebäude von oben, kann man deutlich die Konturen eines Kerzenständers erkennen. Das Symbol des Geheimbundes. Einmal im Jahr trifft sich der gesamte Geheimbund zu einem großen Fest, um ihre bisherigen Ergebnisse und Fortschritte zu präsentieren. Getarnt als Abschlussball der 5. Klassen darf sogar das gemeine Volk daran teilnehmen. Um jedoch die bisherigen Ergebnisse der Forschung nur an die vertrauten Personen weiterzugeben, werden sie durch gewisse Tanzformationen offenbart. Thank you.
13. Person eben ein hier so erwähntes Dreieck. Unter Magatolin-Dreieck versteht man, Lindenberger? Das zentrale Element eines durch Tanzbewegungen chiffrierten Codes. Sehr gut. Sobald Sie dieses Dreieck finden, können Sie anhand der Tanzpartner, der Anzahl der Rotationen und der Tanzschritte den Teil des Codes finden. Die dritte Drehung der zweiten Person von rechts sowie der fünfte Tanzschritt des Tanzpaares an der linken Seite gibt uns die Potenzen. 5x hoch 3 durch die Wurzel aus 9 mal Pi hoch 3 sind die Erkenntnisse, die man aus dem ersten Eckpunkt des Magatolin-Dreiecks gewinnen kann. Beim zweiten Eckpunkt sieht die Sachlage ganz anders aus. Betrachtet man die Person ganz links, vor der Regierung streng geheim zu halten.